Yo, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, es ist eigentlich soweit, wie vorher in meinen vorigen Videos angekündigt und wie ihr es vielleicht aus dem Titel und Thumbnail lesen könnt. Ja, ich bin wieder beim FIFA-YouTuber-Turnier dabei. Auf jeden Fall krass. Ich habe die Jungs schon ein bisschen kennengelernt bei Skype und so. Sind auf jeden Fall korrekte Leute. Wenn ich die YouTube-Kanale noch von hätten, würde ich unten verlinken. Aber ja, habe ich noch nicht, deswegen unten keine Verlinkungen, Freunde. Auf jeden Fall sind wir 8 Jungs, also zusammen 8 Leute, die teilnehmen, 2 Gruppen. Ja, Freunde, die Regeln sind so, es gibt eine gute Liga oder einen Pot mit einer guten Liga, einen Pot mit einer schlechten Liga. In der guten Liga gehören zum Beispiel, ich zähle euch jetzt mal alle auf, Super League, Bundesliga, MLS, Liga Santander, Calcio A, Premier League, Ligue 1 und ein Freilos. Da darf man sich aussuchen, wen man, ja, welche Liga man haben möchte. Und zu der schlechten Ligen gehören die mexikanische Liga, die schottische Liga, Pro League, Liga NOS, Hellas Liga, Eredivisie, Freilos und Russian League. Also, und ich kann euch jetzt schon mal sagen, was für Ligen ich bekommen habe. Ich habe einmal die Premier League bekommen, Freunde. Ihr kennt mich. Ich habe so viel Player of the Month, dies, das. Also es wäre eigentlich die perfekte Liga für mich. Natürlich wäre auch La Liga ganz gut gewesen oder Liga Santander. Hätte ich Messi benutzen können. Aber ich kann mit der Premier League mich nicht beschweren. Und selbst für die schlechte Liga habe ich eine der besseren bekommen. Ich habe Eredivisie bekommen. Die holländische Liga, da gibt es auch einige gute Spieler. Das Team, das zeige ich euch später, was ich benutzen werde. Erstmal zum Regelwerk, Freunde. Man muss mindestens 4 Spieler von einer Liga benutzen. Das heißt, man darf nicht dann 8 Spieler von der Premier League benutzen und dann nur 3 von der holländischen Liga, sondern man muss mindestens 4 benutzen. Habe ich auch gemacht. Ich werde 4 Spieler von der holländischen Liga benutzen und 7 von der Premier League. Wie gesagt, ja, 2 Ligen, eine gute und eine schlechte hat man dann. Maximal 3 Spieler pro Mannschaft. Das heißt, 3 Spieler von Manu und nicht 4 Spieler von Manu. Das erkläre ich von alleine. Hin- und Rückspiel gibt es. Das Hinspiel ist beim größeren YouTuber. Man hat eine feste Teamwahl vor dem Cup. Man muss also das Team, was ich euch gleich vorstelle, muss ich auch bis zum Ende benutzen. Hoffentlich auch natürlich bis zum Finale, falls ich soweit kommen werde. Einwechsel, das ist wichtig. Einwechslung nur durch die gleiche Liga. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, wen habe ich da? Dele Alli, Player of the Month. Den darf ich aber auch nur einen aus der Premier League einwechseln. Ich darf dann, das wäre sonst unfair, wenn ihr überlegen würdet. Ihr könntet ja so richtig dann direkt am Anfang 3 Premier League Spieler einwechseln und hätte dann nur noch einen aus der holländischen Liga. Dann hätten wir 10 von Premier League und einen von holländischen. Das wäre unfair. Deswegen, es mussten immer mindestens 4 von der Anführungsstrichen einer Liga da sein, also schlechteren Liga, sag ich mal. Die ersten beiden von der Gruppen kommen weiter, also es gibt 4 Teilnehmer pro Gruppe, also es gibt Gruppe A und B und die ersten beiden kommen weiter. Keine Pushkarten, kein Zeitspiel, das ist ja logisch. Fairness geht natürlich immer ganz weit vorne vor. Was heißt überhaupt Sinn? Egal, Freunde, ich tut mir leid, es ist wieder so spät, ich nehme das jetzt so spät wieder auf, ich rede wieder so viel Müll wahrscheinlich. Und bei eurer roten Karte, muss der Spieler durch den Bronzespieler im nächsten Spiel ersetzt werden und dann, kommen wir noch kurz die Teilnehmer. Hier sehen wir die Gruppen schon. Gruppe A ist FIFA Kings dabei. Die als Eliminanten. Viny FIFA und Tyson DZ. Gruppe B, wo ich dabei bin, Freunde. Haben wir Kuhn FIFA. Ich glaube, ich habe auch einen bei meinen Videos in den Kommentaren gesehen. Da, Grüße gehen raus, my friend. Der KC hier, höchstpersönlich. Ich bin dabei. Schnasenhasen-Kanal. Der ist auch, glaube ich, mein erster Gegner in dieser Gruppe. Und Fly FIFA HD. Und dann würde ich sagen, Freunde, gehen wir zu meinem Team, das ich in dieser FIFA-YouTuber-Turnier antreten werde. Let's go! So, Freunde, und das ist das Team, was ich mit ins Turnier mitnehmen werde. Aber bevor ich euch das vorstellen werde, verlinke ich euch unten nochmal das Auslosungsvideo und da wird auch nochmal das Regelwerk euch genauer erklärt vom Veranstalter FIFA Kings. Könnt ihr unten in der Videobeschreibung abchecken. Verlinke ich euch gerne. Und ja, hier seht ihr mein Team, Freunde. Die meisten kennen ihn ja das Team sozusagen schon. Ich habe das ja lange gespielt. Ihr kennt ihn, den Antoine Want to Watch Mané, der mir semi gefällt. Harry Kane SBC, der ist auf jeden Fall richtig nice. Martial gefällt mir auch. Ihr kennt auch hier Want to Watch Kanté, überheftig. Fernandinho ist auch dabei. Und hier habe ich Bellerin statt Kyle Walker. Da erkläre ich euch gleich warum. Und hier haben wir Smalling. Oder was kann ich euch jetzt auch erklären? Man darf ja nur 3 Spieler pro Mannschaft benutzen. Das heißt, ich hätte hier jetzt schon Harry Kane und Dele Alli möchte ich. Dele Alli und Son möchte ich aber beide als Joker mitnehmen, als Einwechselspieler. Deswegen muss ich Kyle Walker dann hier auf die Reserve tun. Und unser
ja, Maskottchen Messi ist auch dabei. Sie guckt uns von der Reserve zu und jubelt uns, ja, an. Ansonsten, sehr, das wird vielleicht ein bisschen interessanter sein. Die holländische Liga, die, welche Spieler ich da ausgewählt habe. Einmal habe ich, ja, Man of the Match, cool. Sieht in Ordnung aus, seine Karte ist nicht die allerbeste, aber ist, glaube ich, denke ich, in Ordnung. Aber dafür hier, guck mal, Moreno sieht heftig aus. Mit 70 Pace, 85 Defense, 81 Physics. Mir ist der gleich mit Smalling. Ist, ja, Smalling ist ein bisschen besser, ist immer noch ein bisschen besser, aber so schlecht ist es nicht. Willems, guckt euch die Karte an, richtig Baba. Richtig heftige Karte, guckt euch mal, 83 Tempo. Also fast alles um die 80er, ist auf jeden Fall ein richtig heftiger Typ. Und ja, Kimmich, die zwei werde ich denen auch noch geben, habe ich jetzt keine Zeit gehabt zu machen. Und da habe ich den, ja, Ziyech noch gekauft. Die Karte sieht eigentlich ganz, auch ganz in Ordnung aus, also ein Mittelfeldspieler, wie ihr seht. Also 87 Dribbling, 85 Schuss, 89 Passen. Vielleicht noch eine Hawk-Karte drauf, dann hat er auch einige, ja, fast alle, die außer Defense, hat er dann über 80. Und das ist ja in Ordnung, da haben wir einen guten COM-Spieler und die beiden, sind gute CDM-Spieler. Und falls ich mal welche noch weiter, ja, Spieler, offensive Spieler brauche, kann ich immer noch Dele Alli einwechseln. Wir haben Yaya Touré, der auch gut vorne und hinten mitspielen kann. Son kann vorne als Stürmer für Mane oder Martial reinkommen. Alonso kann sowohl Rechtsverteidiger als auch Mittelfeld spielen, also kein Problem. Musa, der schnelle Pacer, falls ich noch jemanden brauche, der pacen kann. Und ich habe hier noch Jürgensens, falls, ja, Ziyech nicht bringt, kann ich ihn einfach im Mittelfeld einwechseln, weil seine Karte, finde ich, sieht auch ganz in Ordnung. Viele Werte über 80, ziemlich groß, Hochmittel, Arbeitsrate, sieht gut aus, Freunde. Und ja, mit dem Team werde ich ins Turnier, ja, reingehen. Ich habe schon von ein paar Teilnehmern des, ja, die Mannschaften gesehen und die haben nicht viel schlechtere Mannschaften. Die haben, wenn dann sogar bessere. Das wird auf jeden Fall ein richtig heftiges Turnier, also mit richtig heftigen Teams. Das wird auf jeden Fall krass, da bin ich echt gespannt drauf. Erstes Spiel kommt wahrscheinlich dieses Wochenende, Samstag oder so. Ich kann nicht garantieren, aber ich denke mal, dieses Wochenende wird das erste Spiel kommen. Falls ihr auch so gehypt seid, ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, also ich bin echt gehypt. Und kurze Frage, wer erinnert sich noch an an Papers Cup? Genau, Papers Cup, das war das erste FIFA-Turnier, wo ich mitgemacht habe. Wer sich da schon dabei war, Alter, ohne Witz, geht ein Herz an dich raus, Alter. Wer so lange schon dabei war, da hatte ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten hatte ich da, 200, 300? Und da, das war mein echtes Turnier, das, war auch, das hat richtig Bock gemacht, Freunde, das hat richtig Bock gemacht. Und ja, ich hoffe, dass dieses Turnier wird auch genauso viel Bock machen. Ich bin gespannt, ich habe auch richtig Lust drauf. Ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Video wieder mit mir gegen den ersten Gegner in der Gruppenphase spielen. Ich glaube, das wird Schnarsenhasen-Kanal sein. Checkt gerne das Video vom Veranstalter ab, FIFA Kings, wo wir nochmal die Auslosung machen, wenn ihr das nochmal genau sehen wollt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Schauen, bis zum nächsten Mal, Freunde.